Weißt du eigentlich, was du mit einem Brunnen gemeinsam hast, der so drei Etagen hat? In der Mitte gibt es ein Rohr und da fließt Wasser durch und das füllt die obere Etage. Und wie du dein Leben wieder selbst in die Hand nimmst, ohne egoistisch zu sein. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich grüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Ich kenne das nur zu gut aus meinem früheren Leben. Morgens aufwachen, an gefühlt tausend Dinge denken, die heute anstehen, und dann im nächsten Moment denken, nur ja nicht wirklich drüber nachdenken, einfach nur funktionieren, einfach nur machen. Kennst du das? Dass du an erster Stelle deinen Job stellst, deinen Partner, die Familie, den Haushalt. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit sein sollte, dann denkst du vielleicht mal an dich und das vielleicht auch noch mit so einem schlechten Gewissen. Ja, so egoistisch kann ich doch jetzt nicht sein. Ich kann mir doch jetzt nicht erlauben, mich einfach mal zurückzuziehen, eine halbe Stunde und mich nur mit mir selbst zu beschäftigen. Ich sollte doch jetzt vielleicht noch lieber eher dies oder das machen. Mir kommt das alles nur zu bekannt vor aus meinem früheren Leben. Und da würde ich dir jetzt gerne mal ja, ein paar Dinge mit an Hand geben, warum das überhaupt nichts mit Egoismus zu tun hat, wenn du dich an die erste Stelle setzt. Denn schau mal, gerade wir Frauen, wir wollen doch Energiespender sein für die Familie, für den Partner, für die Kinder. Wir wollen doch anderen etwas weitergeben. Und das kann nur funktionieren, wenn wir uns selbst auch an die erste Stelle setzen. Das hat nichts mit Egoismus zu tun. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Brunnen, von dem ich eben gesprochen habe, der diese drei Etagen hat. Stell dir vor, in der Mitte, da gibt es so ein Rohr und da fließt das Wasser durch. Und das Wasser füllt zunächst mal die obere Schale. Und man kann die obere Schale etwas an die unteren Schalen abgeben, wenn sie überfließt. Wenn sie überfließt, gibt sie an die darunter liegende Schale ab und nochmal an die darunter liegende Schale. Und so ist es auch bei dir. Wenn du überfließt, im wahrsten Sinne überfließt mit voll guter Energie, dann kannst du erst etwas abgeben an dein Umfeld, an deine Familie, an deinen Partner. Und da haben wir die Gemeinsamkeit mit diesen drei Etagen. Und deshalb darfst du dich an erste Stelle setzen, wenn du Energiespender sein möchtest für dein Umfeld, für deine Familie. Dann darfst du dich auch dazu verpflichtet fühlen, dass du zuallererst an dich denkst, dein Energielevel auf ein höchstes Level bringst und gut für dich sorgst. Und wie machst du das am besten? Indem du dir jeden Tag wirklich Zeit für dich nimmst. Jeder Tag hat 24 Stunden. Wir bekommen jeden Tag einen neuen Tag geschenkt und haben 24 Stunden zur Verfügung. Die Frage ist, wie nutze ich diese 24 Stunden? Ja, da gibt es Dinge, die wollen im Büro erledigt werden, im Job. Ja, da gibt es Dinge, die wollen im Haushalt erledigt werden. Ja, da gibt es Dinge, die wollen auch im Hinblick auf die Kinder erledigt werden. Da gibt es auch Pläne, da gibt es Mama-Taxi und was auch immer, da so jeden Tag eben ansteht, Betreuung nach der Schule, Hausaufgaben machen und was auch immer. Also Hausaufgaben eben auch noch betreuen und von A nach B fahren und solche Dinge. Nur solange wir nicht, also auch du, aus dem Funktionieren rauskommen und uns bewusst Zeit nehmen zur inneren Einkehr und das verbunden mit der Frage, was will ich selbst eigentlich wirklich? Eine Innenschau halten. Also jeden Tag zum Beispiel, wenn du dir da 10 Minuten nur Zeit für dich gönnst, zum Beispiel morgens in den Tag startest, dich einfach auf den Stuhl hockst und die Augen schließt, einfach mal den Fokus auf deinen Atemstrom richtest und das verbunden mit der Frage, was will ich selbst eigentlich wirklich? Wie soll eigentlich mein Leben selbst ausschauen? Wie hätte ich es gerne für mich? Wie hätte ich gerne meinen Beruf? Wie hätte ich gerne die Beziehung zu meinem Partner? Wie hätte ich gerne die Beziehung zu meinen Kindern? Und so dir klar darüber wirst, wie du selbst es eigentlich gerne haben möchtest. Um dann letzten Endes diese positive Energie, mit der du dich da auftankst, diese weiterfließen lassen kannst, genauso wie das mit dem Brunnen ist, dann bist du der Energiespender
für deine Familie, für deinen Beruf, für deine Kinder, für deinen Partner. Und deshalb würde ich dich dazu einladen, schau mal, wie du ab morgen dir 10 Minuten wenigstens jeden Tag Zeit für dich nimmst, um dein eigenes Energielevel aufzutanken, Innenschau zu halten, die Augen zu schließen, dich selbst mal zu spüren, die Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu richten. Und du kannst dir auch gerne vorstellen, wie du einfach wunderbare Energien einatmest. Alles ist eine große Energie und wir alle sind ein Teil dieser wunderbaren großen Energie. Und so kannst du dir einfach vorstellen, wie du von dieser Energie Atemzug für Atemzug zu dir einatmest und dieser Energie, dieser lebensspendenden Energie erlaubst, in deinem physischen Körper alle Zellen, alle Organe zu durchpulsen, zu durchfluten und auch über deinen physischen Körper hinaus zu strömen, auf alle Ebenen deines Seins. Und dann wirst du zu diesem Brunnen, von dem ich eingangs gesprochen habe, nämlich zu dem Energiespender, den du in Wahrheit wirklich für dein Umfeld, für deine Familie sein möchtest. Und wenn du jetzt noch erfahren möchtest, was der Bioladen mit deinem Seelenplan zu tun hat, dann schau dir unbedingt jetzt gleich auch diesen Beitrag an. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein hier, für dein Zuschauen. Schick dir eine ganz liebe Umarmung. Bis zum nächsten Beitrag. Ciao, ciao.